Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum schnellen Gericht. Ein paar Monate nach Weihnachten freue ich mich mal wieder auf was Süßes. Allerdings ist es ein Grundreich, den dürften Sie auch herzhaft belegen, wenn Sie Lust haben. Hier machen wir heute ein paar Nusshandle, ein wenig Zimt, ein wenig brauner Zucker, ein wenig weißen Zucker. Einfach schöne Nusshandle, ganz was Feines, ganz schnell zeige ich Ihnen. Mitgebracht habe ich Ihnen Mehl, Zimt, Zitrone, da brauchen wir bloß einen Abrieb davon, Frischkäse, Butter, weißen Zucker, braunen Zucker und gemahlene Nüsse, nachdem ja Weihnachten jetzt ein paar Wochen schon vergangen sind, Monate schon, freue ich mich, dass wir mal wieder so eine Art Plätzle machen. Wir machen nämlich Mini-Handler und die schmecken richtig fein und gehen ganz schnell. Und wenn Sie denken, wir haben Stress, falsch gedacht. Hier, wir nehmen nämlich, was haben wir Rezept, ich glaube, im Kopf zu haben. 300 Mehl, 200 Philadelphia, 200 Butter. Fertig. Ja? Diesen Zucker und diesen Zucker und diese Haselnüsse brauchen wir später zum Drinrollern. Also wenn man sonst immer eine Mehl, also ich schätze jetzt mal hier, ne? Nichts Schlimmeres als zu wenig Butter in so einem Ding drin. So, also ich vermute mal 200, 250 Gramm hat so ein Bäckler, ein Viertel Pfund, wie du so schön hast. Ja, hier rein. Knethaken ist nicht stark, früher hat man es alles mit der Hand gemacht. Heute Knethaken hat man Ruhe, kann man noch viele andere Sachen machen oder erzählen oder. Das ist jetzt genau falsch rum, nicht zur Kamera hin, aber sehen Sie, man soll ja das ordentlich vorbereiten. Draufgesteckt, rumdreht, geht. Jawohl, warum immer der rausgefallen ist. So, das Ganze runter, langsam durchrühren und da machen wir jetzt unser Mehl dazu. Und das sind 300 Gramm, auch das habe ich geschätzt. Sie merken das später schon, Sie kriegen eine schöne Masse raus. Der der Frischkäse und die Butter, die werden so schön cremig. Und am Anfang, ich lasse mal ein bisschen was draußen. Das habe ich wirklich nur geschätzt. Backen tut man ja eigentlich mit Rezept. Aber in dem Fall kriegen wir das schon hin. Aber jetzt nehme ich da 300 oder 320 Gramm oder 280 drin ist. Das sei mal dahingestellt. Wir machen nämlich jetzt in unserer Zwischenzeit unser, ja, wie nennt man das? Nicht Panade, sondern da, wo wir das drin rollern. Also rezepttechnisch 80 Gramm, 80 Gramm. 80 Gramm, das kann man sich merken, sonst wüsste ich nämlich auch nicht. Stellen wir mal darüber. So, das mischen wir einmal durch. Ein bisschen an Zimt dazu. So, das ist natürlich Ihre Geschmacksrichtung. Wenn Sie sagen, oh, Zimt, das erinnert mich zu viel an Weihnachten, dann lassen Sie es dann draußen. Die ist gewaschen. Walken können Sie sich sparen. Sie haben es gemerkt, ich bin schon automatisch in Walkmodus gegangen. Ich brauche keinen Saft. Ich brauche einen Abrieb von einer halben Zitrone und das machen wir alles in unser Nuss-Zucker-Zimt-Mischung rein. Und die Zitrone müssen Sie natürlich jetzt dann so im nächsten 2-3 Tage verbrauchen, aber ich bin mir sicher, Sie werden irgendwas damit anzufangen wissen und ganz im Notfall müssen Sie sich halt einen Cocktail einfallen lassen. Gell? Hier drin schaut es mal gut aus, das können wir jetzt ein bisschen schneller stellen. Am Anfang ist das natürlich, ja, man muss gucken, sonst spritzt ihnen ja das Mehl in alle Welt. Aber das schon macht einen guten Eindruck. Jetzt lasse ich sie mal da reingucken. Das Handler nehmen wir mal weg. Und das ist jetzt so eins der wenigen Sachen, die muss man ein bisschen vorarbeiten am Listen. Am besten ist einmal einen Tag zuvor oder wenigstens so 2-3 Stunden davor. Ja, dann kriegt man nämlich so eine Masse raus. Die fest sich, ja, wie fest sich das an? Wie halt der schöne Teig sich anfasst.
Ja, muss nach nichts schmecken, weil das machen wir später alles mit dem Zuckermischung und so weiter. Und das ist das, was ich quasi gestern Abend vorbereitet habe. Habe ich auch schnell reingeschmissen, ist es hier gesehen, keine Arbeit, durchrühren lassen, zack, in Plastikfolie rein und über Nacht in den Kühlschrank gelegt. Oder wenn es Wissenheit an, brauche ich was, das reicht auch, wenn es 2-3 Stunden drin liegen. Ja? So, ich mache jetzt das hier raus, mache das in die Folie, dann habe ich was für den nächsten Tag zu Hause und wir sehen uns gleich wieder. Masse in Plastikfolie eingepackt, schöne Konsistenz, ab in den Kühlschrank, passt für morgen. Und hier haben wir unser Zitronenabrieb, Zucker, Weißzucker, Braunzucker, Haselnuss, Zimtmischung. Und das ist das, was man, wenn sie sonst eine, wie heißt es, wenn sie sonst eine bemehlte Fläche machen, das sparen sie sich heute. Wir machen nämlich heute das hier als Bemehlung, sag ich mal. So, wir machen 4 Teile. Bisschen weich kneten, das kommt ja frisch aus dem Kühlschrank. Das Ganze. So, und das ist jetzt nämlich, deswegen haben wir davor keinen Zucker und nichts braucht, weil wir es nämlich da drauf rollen. Und damit müssen sie jetzt natürlich nicht sparen. Und jetzt machen wir wie eine runde Platte einfach. Weil die runde Platte schneiden wir dann in Kuchenstückchen. Und dann haben wir nämlich unsere Dreiecken. So, jetzt wenn es natürlich nicht mehr so hängen bleibt, dann brauchen wir mal wieder eine Bemehlung hier. So, Sie sehen. Jetzt da. Und schau, schmeckt es nach was? Zucker ist drauf, Zimt ist drauf. So, die Stärke passt, hätte ich gesagt. Rund ist anders, aber hey, was soll's, was machen wir hier? Mini-Hörnchen, schauen wir mal, was rauskommt. Ja? Und jetzt von der dicken Seite zur dünnen Seite. Und schauen wir mal unser Hörnli. Ja, und dann wichtig, auch Spitzler legen. Ja, können wir es drehen, dass er wirklich Hörnli sind. Und dann wieder zusammenrollen, dann machen wir da mal ein wenig Platz, dass wir zugucken können und dann zack, Hörnli. Sie sehen, so schnell geht's. Immer mit der dicken Seite angefangen. Und hier haben wir mal eine sehr schöne Alternative. Und wenn es die Plätzle und die ganzen Sachen vermisst haben, das ist einmal eine schöne Geschichte. Kann ich meinen kleinen Pausehof mitgeben, isst er gern. Das kann ich aber einfach zum Kaffee mittags. Zum Frühstück, das sind genau die Dinge, was wir brauchen. So, unterm Jahr quasi, ne? Hörnli halt, und nicht immer vom Bäcker. Die Fertighörnli, also um Gottes Willen, gibt sehr viele Bäcker, die ihre Hörnli auch noch gut und selber machen. Ich wüsste da 2-3 Stück auf Anhieb, aber es sind leider Gottes auch viel Fertighörnli unterwegs. Sie sehen, kein Kunstwerk. So, das mache ich noch aus dem Viertel. Dann ist mein Blech voll, dann schieben wir es in den Ofen, 175 Grad. Dann räume ich meine Küche ein bisschen zusammen. Dann habe ich nichts mehr zu tun, ich hole nämlich bloß noch einen weißen Teller. Dann habe ich ein paar Danksagungen, wir haben ein paar Karten geschickt gekriegt, ein paar super Sachen, das erzähle ich Ihnen aber gleich. So, das ist jetzt vom Rezept die Hälfte, ja, da liegen die anderen 2 Viertel. Kriegen wir ein knappes Blech voll für einmal so zwischendurch. Das ist gerade richtig, oder wir machen alles und fertig. 175 Grad, Umluft. Nach 8 Minuten hätte ich mal reingeschaut. Ist ja der Zucker drauf, der karamellisiert bei der Temperatur. Und fertig. Dann habe ich Ihnen gesagt, ich muss meinen Tisch leider Gottes noch abwischen. Muss ich immer noch selber machen, finde ich ja auch in Ordnung. Weil wenn schon Sauerei machen, müssen sie auch ihr Zeug wegputzen. Dann habe ich nochmal Danke und Grüße nach Sydney zu sagen. Jetzt sagen sie, der Mörtel hat ein wenig einen Schlag. Ne, über Franken schaut man das eh nicht. Stimmt nicht, unsere ganzen Auswanderer, muss nicht immer gleich Sydney sein, aber die, ja, junge Dame in Anführungsstrichen, hat mir eine Postkarte geschickt
alles in Deutsch geschrieben, war ganz ordentlich und hat am Schluss gesagt und erinnert mich immer an mein Vaters Dialekt, also an mein Vater sein Dialekt. Habe ich sehr, sehr schön gefunden. Natürlich habe ich auch schon Postkarte aus New York und aus Kanada gekriegt und man muss auch gar nicht so weit fahren. Schöne Grüße an die Madeleine, die kommt Thüringen. Auch eine schöne Ecke. Also, vielen Dank alle da draußen, dass Sie mich so überall schauen für unsere kleine Sendung. Finde ich das schon eine coole Geschichte. Also, wir warten jetzt auf unsere Handle und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche. So, sauber ist es. Dörrchen habe ich geholt. So, unsere Handle. Feine Geschichte. Und das ist jetzt wirklich eine Mischung. Das müssen Sie halt schnell machen. Ne? Entweder Sie warten da 2-3 Minütchen oder Sie müssen schnell hinlangen. Zu heiß gibt es nicht, es gibt nur zu langsam. So, und jetzt nochmal vom Grat. Die Madeleine ist natürlich nicht aus Thüringen, die ist aus Sachsen. Gell? Also schöne Grüße, weil sonst kriege ich da wieder Schelden, weil ich wieder wo eben verwechselt habe. Also schöne Grüße an die Madeleine aus Sachsen, nach Sydney, nach USA, nach Kanada, wo immer das die Leute hocken. Freue ich mich sehr. Letztens ist ein Pärchen aus dem Saarland extra zu mir rübergekommen zum Essen. 450 Kilometer und wieder retour. Hammer. Also erlebe ich klasse und schöne Geschichten. Handley, 2 Monate nach Weihnachten. Perfekt, mal wieder was Süßes. Freue ich mich drauf. Guten Appetit, wir sehen uns nächste Woche.